Hallöchen und willkommen mal wieder auf unserer kleinen Farm. Unsere Wir kleine springen Farm, Farm-Simulator. synchron. Ja, Farmsimulator. Wir haben ja jetzt So. endlich mal wieder ein bisschen Geld. Ich kann ja jetzt mal wieder aus Versehen irgendwas kaufen. Ja, genau. Stirb langsam und qualvoll. Ich muss meine Excel-Tabelle noch aufmachen vom letzten Link eigentlich geschickt. Ja, ne? Hast du, genau. Ich weiß Genau. bloß nicht, wo er ist. Ja gut, ich auch nicht. Oh, schade, dass wir keine Silage haben. Oh. Ist nämlich noch 19 Aber wir Stunden, wollten. kriegst du pro Tonne Silage 2700. Das ist Wahnsinn, aber dann schon. müssen wir erstmal mit der Excel rechnen, ob sich das überhaupt lohnt. Wir haben keine Silage. Eben. Es gibt auch nur die, wo man es gerade verkaufen kann. Okay, wir hatten vor. Was hatten wir vor? Was haben wir denn eigentlich angebaut? Wir haben es schon angebaut gehabt Erste haben wir, letztes glaube ich, Mal, jetzt ne? angebaut. Ne, es sind alle im Wachstum. Genau, wir haben Gerste Ach angebaut so, oder ich habe sowas. das erste verstanden, ja. Ja, ich Nee, glaub Gerste. hinten auf dem großen, auf der 24 haben wir noch mal Raps, oder? Auf der 24 Hier haben wir haben nochmal wir. Raps, genau, und 29 und 38 ist Gerste. Genau, Genau. die 38 ist das Versuchsfeld. Das Versuchskaninchen, genau. Wollen wir uns Ja. heute nicht mal die 30 kaufen? Nee, wir wollten irgendwas anderes machen. Ich weiß bloß nicht mehr, was wir gesagt haben. Zum Wollten wir. Glück. Schade. Ich hab gerade. Also, was heißt gerade? Vorhin gerade bei Dingens gesehen, in den Steam Achievements, dass man irgendwie goldene Münzen sammeln kann und dann halt Achievements bekommt. Und ich Ah ja. wusste auch, wo eine liegt, weil ich mich ein bisschen informiert habe. Und die liegt aber im Multiplayer nicht dort. Na toll. Na toll. Na klasse. Wollten wir in die Forstwirtschaft oder irgendwas anfangen? Forstwirtschaft oder hier so Ballentechnik und sowas. Heu machen, Genau. um dann Schafe zu halten Ja, und so ein ich würd Kram. mit den Ballenzeug anfangen. No, das können wir gerne machen. Da müssen wir Genau. dann nur gucken, was wir so alles an Staff brauchen. Genau, ich würde jetzt aber erstmal sagen, dass du die Zeit verschnellerst, dass wir jetzt einfach wieder. Dass der Scheiß wächst, meinst du? Genau. Das kann ich Damit durchaus machen. wir wieder Versuchskarnickel spielen können. Da wird jetzt gleich Nacht werden. Ja. Eben. Wahrscheinlich so bei 21 Uhr. So, in der Zwischenzeit gucke ich hier schon mal in die. In Skandinavien nie so üblich. Dass es so spät wird, Nacht wird. Dass es da Nacht Dass es ist. so spät wird. Genau, in Skandinavien ist alles anders. Da Weil wird's da nie ist so ja die spät. Krümmung nie so groß, wisst ihr? Und da haben die eigentlich nur einen 12-Stunden-Tag. Achso, deswegen haben sie jetzt in Schweden den 6-Stunden-Arbeitstag eingeführt, ne? Richtig. Da geht das Eigentlich wieder noch auf. härter für die. Genau, die Müssen einen müssen einen halben halben Tag Tag arbeiten gehen. arbeiten. Haben Oh aber auch nur Gott. dementsprechend den Schlaf zur Verfügung. So. Wir mähen das Zeug mit unserem Drescher ab und das spuckt da hinten das Stroh aus. Soweit waren wir ja schon. Ja, und dann kannst du dir für 58.000 da das Billigste kaufen. Bei der Und dann müssen wir es halt Ballentechnik, ne? wieder, ja, dann müssen wir es uns halt wieder an so einen Traktor anhängen und dann da drüber fahren. Genau, für 58.000 brauchen wir diesen Ballenmaster 5000. So heißt der nicht, aber wäre cool, wenn er so heißen würde. Wenn Ich es denke, der denn hieß mal nur so wäre. 3000. Ja, heißt Rollbild 150. Ja. Klassenname. Und damit pressen wir Stroh oder Heu zu handlichen Ballen. Das ist ja geil. Oh, dann ist halt die Frage, wie Blackstone. man das Zeug irgendwo hinkriegen. Uiuiui, was habe ich denn jetzt mit meinem Internet hier? Ihr Nee, es ist, klingt glaube so ich, der Teichi. komisch. Teichi Ja. klingt bei mir auch komisch. Ihr klingt bei mir auch alle komisch. Was ist denn da los? Muss an uns liegen. Ja, ich denke auch. Warte Wir haben mal. alle drei einfach nur Probleme. Aber es ist ein Stand. Also, und Steam lädt auch nicht runter. Hä? Was sah das aus? Naja, wird hoffentlich mal besser wieder. Ist ja immer irgendwas, ne? Das wissen wir ja inzwischen. Das stimmt. Eben, ja. Dann war doch Irgendwas ist noch ja immer. Der Punkt, dass wir möglicherweise ein Mähwerk brauchen, um dann zum Beispiel Heu zu machen. Ja. Aber für Ballen braucht man es ja nie erstmal, oder? Nee, für Ballen selber brauchen wir es eigentlich nicht. Zumindest nicht für Strohballen. Für Heu brauchen wir es, glaube ich. Ja.
Genau, da gibt es aber eins für 8.300, das wäre also im Rahmen. Okay, na dann nehmen wir das doch auch. Und was wir noch brauchen, ist ja diese Ladetechnik, ne? Ne, das brauchen wir für Die Heu. Lage. Die Ladetechnik, so ein Hänger, wo du dann das Heu Knarre. halt aufwursten. Ach, für Heu Ja, braucht gibt's man ja ja denn so. irgendwie 12.000 da, aber ich weiß halt nicht, wie wir es dann da drauf kriegen sollen. Für Heu braucht man ja sowieso noch den Schwaber und den Zetter und den Ah ganzen ja, das waren doch. Heuschrauber. Ja. Das waren doch ein paar hunderttausend, diese da. Es gab noch irgend so einen Ballentransporthänger, den braucht man, glaube ich, noch. Ja, Genau, damit man die wegkriegen, der kostet ne? 12.000 da, aber die Frage ist halt, wie man das Zeug da auf den Hängern draufkriegen, mit was? Rum. Na, bestimmt mit dem Transportdingens. Mit bloßen Händen. Ja. Nee, warte mal. Wo ist denn das? Der Scheiß. Find's nimmer. Da, Forstgeräte, Ballentechnik, da war es nicht drin, ne? Da waren doch bei Ballentechnik. Doch, doch, Bayer, genau. Da gibt es zum einen den Ballentransportwagen und daneben gibt es für 24.000 den Ballensammelwagen. Sammelt er das selber auf? Da passen Ja, acht gut, wenn, ja. Ballen drauf quasi. Das reicht ja Das ist erstmal als gut. Transportgerät. Genau. So riesige Felder haben wir ja eh nie. Nee. Aber ich schätze fast, wir müssen erstmal wieder einmal verkaufen, Zeug. Wir haben halt 73.000 bloß. Das ist jetzt alles nur für Heuballen, was du jetzt aufgezählt hast, ja? Ohne Heu. Für Strohballen, genau. Genau. Den Ballenwagen für 58, für 27 oder 24 diesen Hebewagen. Und mehr war es, glaube ich, gar nie. Aber da komme Genau. ich doch jetzt nie auf über 100, oder? Kommst du nicht auf über 100, nö. Aber wir haben 73. Eben. Und damit denkst du, kommen wir jetzt nie hin. Nee, nie ganz. Ich glaube, wir brauchen 76 oder so. Ach so. Na, was haben wir denn noch im Silo? Da war doch noch irgendwas. Drücken wir mal auf I. Nee, warte doch, das war I, oder? Ach so, na eben, ich renne hier zum Silo. Sinnlos. Voll Wir realistisch. Das ist ja ein haben Simulator, noch da gucken wir doch 19 mal. Tonnen Mais. Wir haben noch einen 8 Haufen Tonnen Mais, stimmt. Wir Gerste. könnten eigentlich einen Haufen Mais Kartoffeln. verkaufen, auch wenn er bestimmt schlechte Preise hat zurzeit. Warte, Mais. Ja, 506.000 pro Tonne, das wäre schön. 500 pro Tonne. Ach, Körnermais Und er hier. ist wieder gerade gesunken. Jetzt ist er noch 500. Juhu! Nee, Mais brauchen wir also gerade nicht verkaufen. Gerste Weil könnte man verkaufen an die laut Windmühle. meiner Excel müssen wir mindestens 514 € kriegen dafür. Ja. Damit sich's Mais lohnt. Ja, ob sich, ja. Gerste? Gerste bauen wir sowieso an. Können wir eigentlich verkaufen. 764 pro Tonne ist jetzt vielleicht Oh, nicht so. sehr gut. Ich habe nämlich hier gerade nur 751. Kleiner Excel ändern. So. Jetzt ist es 750. Na toll. Ja, es ist gerade umgesprungen. Okay, dann lasse ich es in der Excel auf 750, weil wenn wir sonst immer auf die höchsten warten, ist ja auch doof. Verkaufen wir es jetzt, dann mache ich mal die Geschwindigkeit runter, damit der Preis Ja. nicht noch mehr sinkt. Und dann fahren wir den Crap mal verkaufen. Ich schnapp mir mal hier einen Trecker. Gerste, die sehe ich hier für. Ach so, 726. Vergessen wir, dass man hier scrollen kann. Ganz vorne 750, ja. Na, Getreidespeicher, ne? Speicher. Der Getreidespeicher. Wo ist der Hänger? Der hängt bestimmt irgendwo dran, ne? Nee, hier hängt, Nö, der die steht stehen ja hier. alle hier. Der steht am Silo, der Hänger, wo er Ah ja, hingehört. Da okay. wurde mir bloß der Wagen geklaut. Oh, das sind nur Wer macht denn Details. sowas? Der Was soll Marius, denn? Wie daran geht kann ich denn? mich Das noch geht ja erinnern. gar nie. Ja. Das kann, da kann ich mich erinnern, als ob es gestern gewesen Ja, wäre. war es ja auch. Kann doch sein, dass wir um den Ertrag zu steigern, dann so Zeug zum Unkraut entfernen vielleicht auch brauchen. Könnte gut sein. Das steht ja manchmal da, irgendwie Kraut entfernen oder so. Ja, aber das müssen wir dann nur machen, was da steht, ne? Ich weiß nicht, ob das dann die Zahlen sind. Wisst ihr, die Zahlen sind immer so hellblau Ach so. auf den Feldern. Ja, aber irgendwie müssen sie sich auch abheben von den anderen Farben. Von den Also, wir müssen vielen mal anderen ausprobieren. Farben weiß. Ah, Genau. Koppel.
Also hier mal rumeiern. Fährt denn der jetzt hin? Ach so, ist noch hier rum. Ah ja, stimmt. Hallo. Getreideauswahl starten. Ach ne, es war Geräteauswahl. Haha. Gerste. Los, laufe. Oh, oh, guck mal, der Hänger, der biegt sich ja sogar nach unten. Ist das so realistisch? Der war aber schnell voll. So, wo ist das? Was, wo wollte ich hin? Getreidesilo, ne? Ja. Genau. 9. So, oh, Genitalien. 0 ist Hupen übrigens. 0 ist Hupen. Getreidesilo? Ne, der Getreidespeicher ist, ja, ist in Feld 30 da hinten nur noch. Ist jetzt nicht so weit weg. Nee. Eigentlich könnte man zum Güterbahnhof den Wagen wieder wegschicken. Stimmt. Da war ja auch noch was. Das ging ja auch immer. Das mit dem Güterbahnhof, das müsste ich mir nochmal... Steht das vielleicht in der Helpline sowas? Nee, wa? Kannst du mal gucken, genau. Ja. Man könnte es auch anderweitig. Es gibt auch eine andere Helpline. Nee, die kenne ich nie. Was meinst du? Naja, dieses komische Ding. Wir haben das hier auf dem Land nicht, aber irgendwas mit Interwebs oder sowas. Das haben sie erfunden. In den Städten gibt es das jetzt. Das ist ganz, so. Das ist ganz was Neues, Tolles. Prostitution, meinst du? Ja, das hängt, glaube ich, damit auch zusammen. Viel Kriminelligkeiten. Und das ist ja romantisch. Aber sowas brauchen wir hier auf dem Land nie, so ein Quatsch. Ja, nur fürs Wetter. Wir haben ja schließlich unsere Hühner. Nur wir fürs haben ja uns Wetter. Genau. Wir jetzt auf den Punkt 1000 schon. Okay, jetzt haben wir 79.000. Und mehr cool. Gäste haben wir nicht, müssen wir erstmal warten dann wieder, wa? Aber 79.000, das dürfte doch eigentlich reichen, oder? Mhm. Reicht sicherlich auch. Ja. Das ist gut. Ne, jetzt haben wir 72.000 wäre es insgesamt gewesen. 73 hat man bloß. Ein Tausender üblich ist ja scheiße. Nö, das dürfte jetzt so. Total pleite? Ja, perfekt. Wenn sich kauft er jetzt was, dann immer noch 8, wir haben doch dann immer noch 8.000 übrig. Wenn sich kauft er jetzt was, wa? Oh ja, mach halt. Natürlich. Mach halt, sonst fahren wir halt wieder zur Bank. Zur Not haben wir ja immer noch Eier, die man verkaufen kann. So, Ballentechnik. Kaufen. Und diesen Heuhebewagen. Kaufen. Wir haben nicht genügend Geld. Warum? Ich habe nur noch 21.000. Hä? Hast du wieder einen falschen gekauft? Nö. 58 und 24 kosten sie. Ach, das sind ja auch 83.000. 89. Oh. Na, dann können wir jetzt immerhin schon mal Heubehallen machen. Naja, dann können wir ja später ja schon mal aufladen. Genau, wir müssen ja eh erst. Aber machen wir mal wieder die Zeit hoch, dass unser Zeug hier wächst. Ja. Wächst schon. Ach, ich war... Vor allem die Fahrzeuge sammeln sich jetzt alle hier mittendrin so. Das ist so. Wie beim Bausimulator. Ja, ja. Alles irgendwo hinstellen. Es muss einfach praktisch dastehen und ja, so ist das, alles andere ist sinnlos. Es muss, das ist wie auf dem Schreibtisch, es muss alles in dieser Länge des Armes greifen sein. Ja, ja, so wie wenn du sonntags auf der Couch liegst und Fernsehen guckst, das, was ja weiter weg ist als von der Couch, also was nie erreichbar ist, ist unwichtig. So sieht's aus. Ja, die Toilette eigentlich zum Beispiel. Eigentlich müsste ich ja mal aufs Klo, ja? Das ist unwichtig. Ist zu weit weg. Eine Flasche neben dir. Ja, was machst du, wenn du voll ist? Komm, wachse, Raps, wachse. Trinkst du wieder aus, ne? Ja, eben. Nennt man dann Recycling. Lecker.
Ja, ich glaube, ich würde mich nie wieder aufs Wochenende freuen. Oder du verkaufst deine Couch, dann kann das auch nochmal passieren. Ja, das Oder du stimmt. kaufst dir eine Couch mit Klo drin. Oh, ja. Ein Couch-Klo. Ein Ah. Add-in. Oder ein Klo mit Couch. Ja. Ah, nee, aber umgedreht ist besser. Bis wenigstens im Wohnzimmer. Ja, stimmt. Wachse, Raps, wachse! No, sollte er wirklich mal langsam. Mach jetzt. Schneller. Ich denke mal, um 1 wächst er um 13 Uhr. Meinst du? Ja. Ich Da denke um kommt. 13.13 Uhr. Der ist immer noch, ne? Da kommt noch eine Stufe, da kommen erst noch Blüten. Bis. Ich denke, bei der Gerste ist das genauso. Auch wenn die irgendwie Ja. krautig aussieht, aber gut. Haben ja fast Zeit. Was ist das hier oben eigentlich für ein Haus? Oh, Verstehe ich bloß sogar schon um nie. 12.48 Uhr. Oh. Holy crap. Margot, du warst näher dran, du hast gewonnen. Ich So, die weiß. Gerste ist jetzt auch wieder eine Ich Stufe höher, weiß. genau. Perfecto mundo. Naja, und dann müssen wir noch warten, bis es richtig reif ist. Ja. Dauert ja auch noch mal ein bisschen. Ja. 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 Warum blinkt eigentlich die BGA? Ach, weil da bestimmt das Na, Angebot gerade weil ist, ne? dort das Sonderangebot ist, ne? Special Super Sonderangebot. Nur heute und hier. Nichts im Sonderangebot. Ah, klasse.